Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung unternimmt einen neuen Anlauf, die Speicherung von Telefon- und Internetdaten gesetzlich zu regeln. Nach jahrelangem Streit haben sich Justizminister Maas und Innenminister de Maizière auf einen Kompromiss verständigt. Ziel ist es, die Strafverfolger mit einem wirksamen Mittel im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität auszustatten. Um Bedenken von Datenschützern Rechnung zu tragen, soll das Speichern sowohl zeitlich als auch inhaltlich eng begrenzt werden. Die Opposition befürchtet dennoch verfassungswidrige Eingriffe in die Grundrechte. Lange hatte Bundesjustizminister Maas die Vorratsdatenspeicherung blockiert. Nun muss er sich der Koalitionsdisziplin zwar beugen, setzt aber Abstriche durch. Dabei werden kurze Fristen definiert, hohe Eingriffsvoraussetzungen mit einem Richtervorbehalt, Berufsgeheimnisträger werden ausgenommen. Eine Vorratsdatenspeicherung leidet also mit vielen Einschränkungen. Höchstens 10 Wochen lang darf gespeichert werden. E-Mails sind ebenso ausgenommen wie soziale Netzwerke. Und es geht nur um Verbindungsdaten wie Adresse und Datum. Inhalte werden nicht überwacht. Innenminister de Maizière spricht von einer fundamentalen Verbesserung bei der Strafverfolgung, auch wenn er gerne noch mehr und noch länger speichern lassen würde. Wir mussten beide zwar Abstriche von unseren Ausgangspositionen vornehmen, aber das Ergebnis, so finde ich, kann sich sehen lassen. Ein jahrelanger Streit und eine zum Teil erbitterte Debatte können jetzt beendet und befriedet werden. Vorerst zumindest, denn zweimal wurde die umstrittene Vorratsdatenspeicherung schon gekippt. 2010 vom Bundesverfassungsgericht und vor einem Jahr vom Europäischen Gerichtshof. Die Grünen sprechen von einem schwarzen Tag für den Datenschutz. Wir werden das sehr sachlich prüfen und behalten uns vor, wieder zu klagen. Wir haben ja schon einmal erfolgreich geklagt und sind insofern sehr zuversichtlich. Es waren Terroranschläge wie Anfang Januar in Paris, die den Ruf nach der Vorratsdatenspeicherung lauter werden ließen, auch in Teilen der SPD. Doch noch ist die Koalition nicht am Ziel, denn der Eingriff in grundrechtlich geschützte Bereiche ist umstritten. Ein Gang vor oberste Gerichte könnte zur Zitterpartie werden. Die EU-Kommission greift im Wettbewerbsverfahren gegen den Suchmaschinenbetreiber Google härter durch. Sie wirft dem US-Konzern unfairen Wettbewerb vor und droht mit einer Milliardenstrafe. Jetzt versandte die Brüsseler Behörde die Beschwerdepunkte. Google bevorzuge bei seiner Internet-Suchmaschine in der Trefferliste eigene Dienste gegenüber Konkurrenzangeboten. EU-Wettbewerbskommissarin Vestager nannte konkret den Preisvergleich im Onlinehandel. Zum Beispiel Bergschuhe, die möchte man günstig im Internet kaufen. Ganz vorn bei den Google-Ergebnissen gibt es einige schöne Angebote. Bei genauem Hinschauen erkennt man, prominent platziert werden nur Vorschläge aus der eigenen Shopping-Suchmaschine. Wettbewerbsverzerrung durch Google sei das, sagt die EU-Kommission und leitet eine Kartellbeschwerde ein. In ihrer Suchmaschine rückt Google die eigenen Shopping-Vergleichsangebote künstlich an die Spitze der Liste. Damit missbraucht Google seine Macht. Die Europäische Union droht Google mit einer Milliardenstrafe. Der größte Binnenmarkt der Welt legt sich an mit einem der einflussreichsten Unternehmen der Welt. Dies ist auch eine Machtprobe. Wenn die Vorwürfe stimmen, wird es eine hohe Strafzahlung für die Benachteiligung anderer Unternehmen geben. Und im weitreichendsten Fall werden wir über eine Zerschlagung von Google reden müssen, sodass sich die einzelnen Unternehmensteile nicht gegenseitig Vorteile verschaffen können. Google hat nun 10 Wochen Zeit, um auf die Beschwerde zu reagieren. Das Unternehmen verteidigt sich im Internet. Die Nutzer könnten doch jederzeit ein anderes Vergleichsportal wählen, heißt es. Dass Google ganz offensichtlich ein Monopolist ist, sieht man schon an der Formulierung. Man sucht nicht etwas online, sondern man googelt es. Dem Internetriesen die Grenzen seiner Marktmacht aufzuzeigen, das fordern Konkurrenzanbieter schon lange. Die offizielle Kartellbeschwerde der EU ist dazu heute ein erster Schritt. Mehr zu den Vorwürfen gegen Google und zur Marktmacht des Internetkonzerns gibt es auf tagesschau.de. Die 7 führenden Industrienationen setzen angesichts der aktuellen Krisen und Konflikte auf Geschlossenheit.
Zum Abschluss des Treffens mit seinem Amtskollegen in Lübeck sprach Außenminister Steinmeier von einem überzeugenden Signal der westlichen Staaten, die im Bemühen um politische Lösungen eng zusammenstünden. Thema der zweitägigen Beratungen in der Hansestadt war auch die Grundsatzeinigung mit dem Iran im Streit über dessen Atomprogramm. Steinmeier sprach von Chancen für mehr Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region. Alle in einem Boot, das ist das Signal. John Kerry, der amerikanische Außenminister, war erst am Morgen dazugestoßen, nachdem in der Nacht ein entscheidender Kompromiss mit dem US-Kongress errungen worden war. Keine Blockade der Atomverhandlungen mit dem Iran bis Ende Juni. Erleichterung hier, denn damit wächst die Chance, dass es tatsächlich zu einem bahnbrechenden Abkommen mit Teheran kommen kann. Wir sind zuversichtlich, dass Präsident Obama eine Übereinkunft erzielen und damit die Welt ein Stück sicherer werden wird. Das zweite zentrale Thema, der Ukraine-Konflikt. Der Appell der G7, strikte Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, Waffenruhe, Abzug schwerer Waffen. Eine Rückkehr Russlands in diesen Kreis steht vorerst nicht zur Debatte. Gerne hätten wir Bedingungen, in denen Russland wieder Teil der G8 und Teil von G8-Treffen sein wird. Aber es bleibt dabei, der Weg dahin führt über die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen und die Beilegung des Ukraine-Konfliktes. Trotz aller Differenzen mit Russland, von Waffenlieferungen an die Ukraine, war hier keine Rede. Dieses Treffen sollte vor allem eines signalisieren, demonstrative Geschlossenheit. Der deutsche G7-Vorsitz steht im Zeichen einer Reihe gefährlicher, ungelöster Konflikte. Deutschland, das wurde hier deutlich, wächst in eine neue Rolle internationaler Verantwortung hinein. Vor allem in der Ukraine-Krise wird von Deutschland der entscheidende Beitrag zur Lösung erwartet. Eine erneute Flüchtlingskatastrophe im Mittelmeer mit möglicherweise bis zu 400 Toten hat international Entsetzen ausgelöst. Außenminister Steinmeier sprach von der Fortsetzung einer Tragödie, an die man sich nicht gewöhnen dürfe. Die Vereinten Nationen forderten Europa auf, Such- und Bergungsoperationen im Mittelmeer zu verstärken. Vor der libyschen Küste war Anfang der Woche ein Flüchtlingsboot gekentert. Lediglich 144 der offenbar mehr als 500 Insassen konnten gerettet werden. Sie haben überlebt. Gestern erreichen sie an Bord eines italienischen Militärschiffs den Hafen von Reggio Calabria. In der Nacht von Sonntag auf Montag hatte sie die Orione nahe der libyschen Küste gerettet. Etwa 550 Flüchtlinge insgesamt waren von Schleusern mit vorgehaltener Waffe gezwungen worden, trotz hohen Seegangs in ein Boot einzusteigen, darunter Schwangere und Kinder. Als sie zur Hilfe eilende Schiffe kommen sahen, haben sich die Flüchtlinge wie so oft zu heftig bewegt und dadurch kenterte das Boot. Eine der Schwangeren entband nach der Rettung noch auf der Orione, eine weitere starb. Hilfsorganisationen schätzen nach dem jetzigen Unglück die Zahl der Toten in diesem Jahr auf etwa 900 und fordern eine Neuauflage von Mare Nostrum, eine groß angelegte Hilfsoperation, von Brüssel finanziert, durch die vergangenes Jahr etwa 150.000 Menschen aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Es braucht die Solidarität von Europa. Es ist ein europäisches Problem. Die Europäer müssen dieses Problem in den Griff bekommen. Das Mittelmeer ist ein europäisches Meer und nicht nur ein griechisches und italienisches Meer. Heute erreichten gut über 1.000 Flüchtlinge den Süden Italiens. Für heute Nacht und morgen werden mehr als 3.000 erwartet. US-Präsident Obama will ein weiteres Hindernis für die Normalisierung der Beziehungen mit Kuba aus dem Weg räumen. Der Karibikstaat soll nach 3 Jahrzehnten von der Liste der Länder gestrichen werden, die die USA als Unterstützer von Terroristen bezichtigen. Der Kongress hat nun 45 Tage Zeit, das Vorhaben zu prüfen. Um es zu kippen, wäre jedoch eine Zweidrittelmehrheit nötig. Der Hamburger Bürgermeister Scholz ist heute in seinem Amt bestätigt worden. 2 Monate nach der Bürgerschaftswahl wählte das neu zusammengesetzte Parlament Scholz erneut zum ersten Bürgermeister der Stadt mit 75 von 121 Stimmen. Das sind 3 Stimmen mehr, als die neue rot-grüne Koalition Sitze hat. Die SPD wird 8, die Grünen 3 Senatoren stellen. Er galt als einer der profiliertesten und meinungsstärksten Fernsehjournalisten der Nachkriegszeit. Klaus Bettnatz ist tot.
Er starb gestern Abend im Alter von 72 Jahren in Schwerin. Bednarz war der erste ARD-Fernsehkorrespondent in Warschau. Später berichtete er als Leiter des Studios in Moskau. Von 1983 bis 2001 moderierte Bednarz das Politmagazin Monitor. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Monitor. So kannten ihn die meisten Zuschauer als den Moderator im Pullover bei Monitor. Immer kritisch, immer klar, so waren seine Moderationen. 18 Jahre lang war Klaus Bednarz das Gesicht des investigativen Magazins. Wir sind nur immer keine Unterhaltungsschau, sondern wir machen politischen Journalismus und der muss einfach manchen Leuten unbequem sein. Geboren 1942 in Brandenburg, wollte Klaus Bednarz eigentlich Schauspieler werden. Doch mit Mitte 20 bewarb er sich spontan beim Westdeutschen Rundfunk und bekam sofort eine Stelle als Kulturredakteur. Er baute als ARD-Fernsehkorrespondent das Studio in Warschau auf und wechselte dann als Korrespondent nach Moskau. So, Hamburg, das sein Motto als politischer Journalist, er wollte den Mächtigen unbequem sein, denen, die keiner hört, eine Stimme geben. Und verärgerte damit vor allem in seiner Zeit als Monitorchef regelmäßig die Mächtigen. Gut, wer mir nicht gefällt, ist ganz eindeutig Klaus Bednarz. Solche Kerle gehören zum Teufel gejagt. Diese Reaktion hat er wohl als Auszeichnung begriffen. Journalismus mit Haltung, darum ging es ihm. Er stand für eine Kombination aus Sorgfalt, Recherche und Meinungsfreudigkeit, kombiniert mit einem kantigen, fast spröden Moderationsstil. Trotz Ruhestands machte er weiter, zog wieder als Journalist aus in die Ferne, nach Sibirien, aber auch nach Alaska oder Patagonien. Er machte Reportagen über die weiten Landschaften, die ihn faszinierten, immer mit einer besonderen Liebe zu den Menschen, die er dort traf. Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geht im Sommer eine Ära zu Ende. Trainer Jürgen Klopp hat den Verein gebeten, seinen Vertrag nach 7 Jahren zum Saisonende aufzulösen. Er sei sich nicht mehr sicher, der perfekte Trainer für den BVB zu sein. Klopp war mit Dortmund einmal ins Champions-League-Finale eingezogen, hatte zweimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal gewonnen. In dieser Saison blieb der Verein aber hinter den Erwartungen zurück. Es war ein Medienauflauf, wie ihn der BVB schon lange nicht mehr erlebt hat. Als Borussias Führungstrio heute vor die Presse trat, war klar, die Ära Klopp bei Borussia Dortmund ist am Ende der Saison vorbei. Ich glaube, dass Borussia Dortmund tatsächlich eine Veränderung braucht. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Veränderung. Wenn ich hier bleibe, hätten sich viele, viele Dinge verändern müssen. Klopp führte den BVB zu 2 Meistertiteln und zum DFB-Pokalsieg. Mit rasantem Vollgasfußball sorgten die Dortmunder europaweit für Furore. Doch in dieser Saison stürzte er mit den Borussen sogar bis ans Tabellenende ab. Klopp wirkte häufig kraft- und ratlos. Es ist nicht so, dass ich müde wäre. Es tut mir leid, dass ich ab und zu so aussehe, bin ich aber nicht. Ich habe keinen Kontakt zu einem anderen Verein. Ich habe nichts in der Hinterhand oder sonst was. Über seine Nachfolger darf ab heute spekuliert werden. Thomas Tuchel, der lange beim HSV im Gespräch war, gilt als aussichtsreichster Kandidat. Stattdessen soll Bruno Labbadia die abstiegsbedrohten Hamburger vor dem Abstieg retten. Überraschend präsentierten die Hanseaten heute den 49-Jährigen. Labbadia ist bereits der 4. Trainer des HSV in dieser Saison. Sein Vertrag ist bis Juni 2016 datiert und gilt auch für die 2. Liga. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 16. April. Von Südwesten fließt sehr warme Luft heran. Von Norden erreicht uns kalte Luft. Über der Mitte Deutschlands treffen die unterschiedlichen Luftmassen aufeinander und vor allem dort gibt's morgen Wolken und etwas Regen. Heute Nacht ist es vielerorts klar. In Küstennähe gibt's allerdings Wolken, die sich mit etwas Regen Richtung Mitte verlagern. Am Tag reicht das Wolkenband etwa vom Münsterland bis zur Lausitz. Vereinzelt fällt etwas Regen. Nördlich und südlich davon zunächst recht freundlich, aber später werden die Wolken zahlreicher. Und gegen Abend gibt's im Südwesten sowie in der Mitte einzelne Schauer und Gewitter. Von Gewitterböen abgesehen wird der Wind schwach bis mäßig, an der Küste frisch. Im äußersten Norden heute Nacht nur 3, am Oberrhein bis 12 Grad. Dort morgen noch bis 26, an der See um 10 Grad. Am Freitag auch im Süden deutlich kühler und teilweise gewitterige Regenfälle. In der Mitte und im Norden teils Sonne, teils Wolken, hier und da Schauer. Am Wochenende im Westen wieder freundlich, Richtung Osten mehr Wolken als Sonne und stellenweise Schauer.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Sinneswandel, Justizminister Maas will nun doch eine Vorratsdatenspeicherung einführen und Abschied mit Tränen. Klopp verlässt den BVB. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.